So, hallo Freunde. Ich möchte heute mal erzählen vom Stelleninformationstag im Legoland. Ich lade jetzt bloß noch schnell die Freunde noch ein, wie immer. Wenn ich auf Skype bin, mache ich das immer, dass ich noch jeden einlade erstmal. So, das erstmal gekommen. Ja. Okay, fertig. Ja. Stelleninformationstag Legoland. Habe eine Einladung bekommen und zwar vom Jobcenter. Ich zeige es euch jetzt einmal schnell. So sah das aus, oder? Okay, Stelleninformationstag Legoland. Ja. Ja, ich habe den Brief bekommen, haben wir gedacht, okay, gucke mal hin. Sind bestimmt auch interessante Leute, wird vielleicht ganz interessant. Wobei, ihr wisst ja, ich bin ja immer spirituell und denke mal, was will mir das Leben jetzt da wieder zeigen? Was will mir das Leben da wieder lernen? Was kommt da auf mich zu? Jo. Okay, also, hab die Einladung bekommen. Der Hinweg war problemlos. Also, wir sind dann mit dem Bus da abgeholt worden zum Legoland, ja, also Fahrtgeld und so, da will ich mich ja gar nicht beschweren, das hat man jetzt auch übernommen, jetzt mal nur nebenbei gesagt. Also, wir waren es ungefähr so 30 arbeitslose Menschen, die sind in den Bus rein, sind zum Legoland kutschiert worden, ja, hat man da sagen, okay, das wird jetzt ein schöner Ausflug im Legoland, aber es ging um die Stelleninformation, ja, vom Jobcenter, also man ist ja quasi dazu verdonnert worden. Okay, alles klar. An der Pforte hat man sich dann getroffen, dann hat man die Namen noch korrigiert, guckt, ob jeder da ist, ja, wie immer die Prozedur. Und dann sind wir dann ins Legoland da reingelassen worden, ja, und sind dann rein ins Legoland, sind in so einen Raum, in so einen Informationsraum, da waren mehrere Stühle, haben wir halt Platz genommen und so, und dann ging es halt los. Und da waren so ein paar Frauen, die uns da zeigen wollte, wie wundertoll das Legoland ist. Ja. Ich habe schon ein paar Vorinformationen gehabt. Ich glaube, 2013 war es, glaube ich, hat Legoland einen Betriebsrat kaputt gemacht, also nicht geduldet. Da gab es Streiks, das war sogar in der Zeitung. Die Linkspartei hat sich da eingeschaltet. Also, das Legoland duldet keinen Betriebsrat, auch bis jetzt noch nicht. Also es gibt keinen Betriebsrat im Legoland. Dann ist es so, dass die Arbeitsstellen, die Legoland vergibt, immer nur saisonbedingt sind oft. Also du hast halt nur Arbeit bis zum Sommer und dann bist du ausgestellt. Ja, okay, die gute Frau hat uns dann erzählt, also wie, dass es da und da Stellen gibt und da nicht und hat halt also, wo es halt Stellen geben könnte, bei Bereichen, also im Park, im Spielland, im Ticketverkauf und ja, also gab es mehreres an, als Putzhelfer konnte man arbeiten und Helferin, ja, Küche und so. Okay, ja, also es war so, die haben ja nicht überall auch gesucht, sondern die haben halt jetzt bloß auch trotzdem auch Bereiche vorgestellt, wo sie auch keine Arbeitskräfte gesucht haben. Ja, auf jeden Fall, da war es so, dann danach, wo sie das alles so erzählt hat, hat sie gesagt, ja, okay, gibt es noch irgendwelche Fragen? Und dann haben wir gesagt, okay, aber wie sieht es mit dem Lohn aus? Also was gibt es denn eigentlich auf Stundenlohn und so? Ja, und dann hat sie gesagt, ja, das kann nur im Einzelgespräch besprochen werden. Dazu kann sie jetzt keine Aussage machen. Also das ist dann schon mal der nächste Punkt. Also Legoland kann schon mal nicht einmal klare Lohnaussagen treffen. Also das ist dann auch komisch. Also dass sie wenigstens sagen können, okay, das liegt, die Lohnniveau liegt so zwischen, was weiß ich, 8,50 € bis, was weiß ich, 9 € oder keine Ahnung, was weiß ich. Ja. Also da gab es gar keine klare Aussage. Also, und auf jeden Fall ging es dann weiter. Und der nächste Punkt war dann nach der Besprechung, sollten wir uns alle bewerben. Ja, also es war dann auch interessant, dass sie da kommen zur Stelleninformation und dass man dann von vornherein ausgeht, dass sich da jeder bewerben will. Ja. Und da waren auch so ein paar Frauen und die haben gesagt, ja, sie haben gesagt, ja, also so arbeitslose Frauen, die gesagt haben, ja, für sie ist das nichts, also sie wohnen weiter weg. Dann habe ich gefragt, ja, warum bewerbt ihr euch dann? Was macht das für einen Sinn? Also wenn es ja eh, also sie hat ja auch schon gesagt, das macht keinen Sinn, die wohnen so weit weg und mit dem Zug und mit dem Bus dahin zum Kommen und so, ist ja eh Quatsch. Aber sie bewirbt sich halt, wenn man das muss. Und dann habe ich gesagt, warum muss das? Ja, wenn das Jobcenter sonst droht, ja.
Dann habe ich gesagt, ja, das kann es ja nicht sein. Ich kann doch nicht mich auf einen Job bewerben, wo ich von vornherein sage, das hatte eh keinen Sinn. Das will ich ja gar nicht. Also ich kann doch nur entweder in der Wahrheit leben oder in der Lüge. Und das war dann der Grund, warum ich als Einziger, bis auf den, wo der einen Typ, der noch rausgeschmissen war, der Einzige war, der die Bewerbung verweigert hat. Ja, es ist Tatsache so. Ja. Nee, Entschuldigung, die Frau hat dann später dann auch verweigert. Also wo ich dann erst ein Stück gemacht habe, hat sie dann auch gesagt, ja, sie verweigert die Bewerbung. Und dann war noch so jemand, also da war unter den Arbeitslosen jemand, da war bei mir, der hat so eine Ausstrahlung gehabt, so wie Selbstständiger, so Unternehmer-Typ so. So fesche Sportklamotten, so irgendwie, der kam so fesch rüber eigentlich und der war so ein Typ, meine innere Stimme hat gesagt, das ist so der hat einfach ein eigenes Geschäft gehabt, habe ich gemeint, und also zumindest war so mein Gefühl, und der ist jetzt irgendwie arbeitslos geworden. Und der hat sich da ziemlich also aufgeregt, der hat gesagt, ich schalte meinen Anwalt ein, ich werde mich nicht bewerben ohne anwaltliche Beratung, ja. Also der wollte quasi, also sich auch nicht bewerben, also der wollte sich nur bewerben, wenn der Anwalt neben ihm das also quasi abklärt und sagt, okay, der Anwalt gibt es okay für die Bewerbung. Und dann habe ich mich eingeschaltet und habe gesagt, Sie, gute Frau, ich habe eigentlich gar kein Interesse. Ich muss ja ehrlich zugeben, warum soll ich lügen? Mir macht das keinen Sinn, weil erstens mal, ich kann mich nicht unterordnen, ich will mich selbstständig machen, dann bin ich psychisch nicht belastbar. Und der dritte Punkt ist eigentlich, dass, also wenn es die Probleme nicht gibt, würde ich hier nicht anfangen, weil mir die Konditionen nicht überzeugen, muss ich echt sagen. Ja. Also ich habe dann gesagt, warum gibt es denn zum Beispiel im Legoland keinen Betriebsrat? Wie kann denn das sein? Wieso gibt es keinen Betriebsrat? Warum können Sie keine klare Lohnaussage treffen? Also die Konditionen, und dann ist es ja nur so befristet, das überzeugt mich nicht, dass ich sage, ja, ich will hier arbeiten. Also dann wäre es geheuchelt, wenn ich mich bewerbe. Warum soll ich mich bewerben, wenn ich nicht will? Ich lüge ja dann. Ja, und dann haben meine arbeitslosen Kollegen gesagt, ja, du musst doch, du musst kriegst Sanktionen. Dann habe ich gesagt, ja, Leute, lass mich nicht einschüchtern von irgendwelchen Sanktionen oder von sonst was. Ja, dann sollen sie mich sanktionieren. Ja, wenn es sein muss, geht die Obdachlosigkeit. Aber ich werde nicht in der Lüge leben. Das kann kein Mensch von mir verlangen. Kein Mensch auf der Erde kann verlangen, dass ich in der Lüge lebe, dass ich lüge. Ja, also, wenn ich wo nicht arbeiten will, dann sage ich, ich will da nicht arbeiten. Ganz einfach. Es ist die ehrliche Aussage. Und dazu möchte ich jeden dazu ermuntern. Ja, und wisst ihr, ich bin ja ein bisschen spirituell eingestellt und ich überlege mir immer, was hat das alles für einen Sinn, wenn ich da hinkomme. Alles im Leben hat für mich Bedeutung. Immer lerne ich draus. Also, da habe ich überlegt, okay, was will mir jetzt Gott oder Seelenführer das Universum da zeigen oder lernen? Nämlich genau das, Rückgrat. Rückgrat, ja. Dass man sagt, hey, so und so sieht es aus, ja. Und deswegen möchte ich den Job nicht annehmen, ja. Und ich habe dann auch noch gesagt, ja, ich sehe es nicht ein, dass ich mein Schöpfergeist, der mir von der Göttlichkeit gegeben wurde, das habe ich ja wirklich so wortwörtlich gesagt, für diese Arbeitsstelle, der Verbrauch, ja, wo ich dann auch noch gegen meine Mitmenschen konkurrieren soll, ja, da sage ich, dann lasse ich lieber die Arbeitsstellen den Leuten, die es vielleicht dringender brauchen, ja. Also ich will auch keinen den Job wegnehmen, wenn ich arbeiten gehe, werde ich gemobbt, weil die anderen den Job wegnehmen, und wenn ich daheim bleibe, bin ich die faule Sau, ja, warte noch, ja. Aber dann bleibe ich daheim, so sieht's aus, ja. Also es war ganz interessant, hat mir ein bisschen wieder was gezeigt, also es war schon ein bisschen wieder interessant, muss ich sagen. Okay, aber wie gesagt, es hat meine Einstellung zur Arbeit und zu den ganzen Dingen, hat mir das eigentlich immer nur bestätigt. Also ich muss sagen, es hat, ich helfe niemandem, wenn ich arbeite, die Leute, die mich verurteilen, die muss sagen, ich muss hart arbeiten und so, und du bist faul und bist daheim. Dann sage ich, hey, ist das recht, wenn ich dir den Job wegnehme? Soll ich jetzt um den Job, was war jetzt, wenn ich dir den Job wegnehme? Wenn ich jetzt arbeiten gehe, musst du noch mehr Konkurrenzkampf führen. Ja, also das macht doch gar keinen Sinn. Ja, dann geh du arbeiten, aber ich bleib daheim. Ganz einfach. Ja, ja, das war so. Also, wie gesagt, und also viele von den Arbeitslosen sind, muss ich sagen, eingeschüchtert, feige, muss man sagen. Die haben alle, fast alle haben die Bewerbung gemacht, obwohl es eigentlich gar kein Grund gäbe. Also die Frau hat ja auch gesagt, okay, also es ist okay, ja, wenn sie das nicht wollen oder wenn sie es keinen Sinn macht, okay. Ja, und dann gesagt, ja,
Und ich gesagt, ich mache meine Schriftstellerei, ich möchte mich selbstständig machen. Das ist einfach, ich bin ja der Typ, ich dafür, ich lasse mich nicht unterordnen. Und habe auch ganz klar gesagt, also die Konditionen sprechen mir auch nicht an, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ganz ehrlich, ja. Und dann war das okay. Ja, und ich bin jetzt da rausgegangen und weiß jetzt, dass ich richtig gehandelt habe. Hätte ich jetzt die Bewerbung ausgefüllt, hätte ich nicht richtig gehandelt. Das wäre einfach falsch gewesen. Ich hätte einfach gelogen, ja. Und kein Jobcenter und kein Welt, kein Gericht der Welt oder Jobcenter kann mich zwingen zu lügen. Ja, es ist einfach das, da ich sehe da keine Zukunft, das macht für mich keinen Sinn und dann sage ich das auch so. Ganz einfach, ja. Ja, und bei dem einen, der mit dem Rechtswahl gekommen ist, der, da ist ja gleich die Security gekommen, den haben sie ja gleich abgeführt, ja. Also bei dem war es auch so, also außer ich, er und noch eine Frau haben alle die Bewerbung ausgefüllt, ja, komisch, ja. Also, obwohl auch viele gemeckert und geschimpft haben und gesagt, ja, und die Leute wissen ja schon vom Legoland, was da herrscht, was ja für Betrügereien herrscht, aber keiner, also kaum jemand, außer jetzt die drei, wo ich jetzt aufzählt habe, hat wirklich den Arsch in den Hosen und gesagt hat, nee, ja, dann spielen die da nicht mit und die anderen spielen da mit. Und das Legoland freut sich, regt sich die Hände, hat wieder genug Idioten, die wieder brav alles machen und so, und dann können sie wieder ihre Rosinenpickerei betreiben, ja, aber sie selber von sich aus müssen nichts geben, ja. Und diesen Quatsch möchte ich mit meinem Schöpfergeist, der mir von der Göttlichkeit gegeben wurde, nicht dafür einsetzen. Also dafür ist mein Schöpfergeist ehrlich gesagt zu schade, muss ich echt sagen. Also dass ich das für so einen Scheiß dahergib, damit nutze ich weder mir noch jemand anders. Okay. Jo. Gut, das war's mal soweit. Wie gesagt, ihr könnt da kommentieren, aber es wundert euch nicht, wenn jemand jetzt immer wieder mit den gleichen Argumenten kommt, der, dass ich dann irgendwann mal abschalte. Also es gibt tatsächlich Leute auch bei mir, ich bin ja noch bei YouTube, ich bin der spirituelle Anarchist, da kommentieren und immer wieder mit den gleichen Scheiß daherkommen. Ja, du lebst auf meine Kosten, bla 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 bla. Ja, ich sag mal so, dann guck dir mal meine Videos an, da ist alles gesagt, ja. Ich habe auch keine Lust, mir das drei- oder viermal zu wiederholen. Ich weiß, wo mein Weg ist. Ich bin da ganz klar, ja. Und da ist alles schon gesagt. Und von dem her, das wird mir nichts auf der Welt, wenn mich von meinem Weg abhalte. Ja. Mein Weg ist die Wahrheit, das Licht, das Richtige, ja, meine Bestimmung, ja. Und da wird mir keine Macht der Welt von mir da ändern. Dafür bin ich bereit, mein Leben zu geben. Also ich würde mich sofort, wenn ich bereit, mich das Leben zum Nimmer oder sofort bin ich bereit zu sterben, bevor ich nochmal in einer Firma, bevor ich diese Ausbeuterei nochmal mitmache. Dann soll mir leichter gleich der Blitz treffen und alles ist aus. Ja. Ich gehe leicht in die Obdachlosigkeit. Ich bin bereit, mein Leben hin zum Gerber, dass diese Ausbeutung endet. Ja. Mit mir nicht mehr, nie wieder mehr in diesem, wahrscheinlich auch nicht im nächsten Leben und übernächsten Leben, so nicht, wird das mit mir zu machen sein. Ja. Das ist endgültig vorbei. Okay, alles klar, liebe Leute, das war's mal soweit. Wie gesagt, ich bin der spirituelle Anarchist, abonniert meinen Kanal, teilt das Video, verbreitet die Botschaft und Licht und Liebe sei mit euch.